Leute, da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Advance Wars. Wir beenden den Zug mit Andy und gucken, was Max so zu bieten hat. Mein Versprechen aus der letzten Folge, dass wir ja heute schon Max Spezialgabe einsetzen, kann ich leider nicht halten, denn sie wäre für einen Jagdpanzer etwas übertrieben. Aber wir gucken trotzdem mal, wie viel Schaden dieser Jagdpanzer jetzt hier machen würde. 24. Wow, das ist ja fast schon Schaden. Wenn sein Kampfpanzer da nicht stehen würde, könnte ich ja seinen idiotischen Dingens da wegballern. Ne? Allerdings ballern wir die einfach weg und wir stellen uns einfach da in die Quere. Mit 93 war klar, dass wir es nicht schaffen würden. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Oh, der steht mir viel zu nah an den Gebäuden. Aber wir können das Gebäude abdecken. Und hier, das können wir auch abdecken. Also ja, kein Problem, nicht. Flak-Einheit, wir bauen hier eine Flak-Einheit. Ja, ja, das machen wir ganz schnell. Wir hauen ihn platt. Musi. Ja, da muss ich immer mit singen bei der Musik. Dafür kann ich doch jetzt aber nichts. Ja. Ja, ja, ja. 11.000, das heißt, wir bauen hier nochmal einen Jagdpanzer, den wir unten lang schleusen. Und dann gehen wir rüber zu Tammy und gucken, was Tammy machen kann. Okay, wir könnten 18 Schaden damit machen. Oder wir machen erstmal 22 Schaden damit. Das ist auch in Ordnung. Bam. Wir haben noch 3 übrig. Erst hauen wir da ein bisschen was raus. Aus dem. Und dann gucken wir, wie weit wir mit der Flak kommen. Nicht weit genug, nehme ich an. Doch. Sehr schön. Wir sind zwar auf dem Flughafen, der irgendwie aussieht, als ob das da hinten ein Schiff wäre. Habe ich früher immer so gedacht, aber... Naja. Zack. Dann werden wir das Gebäude vielleicht doch noch bekommen. So. 14. Das reicht aus, um ihn auf 2 runterzubringen. Wenn wir ihn jetzt ebenbürtig angreifen, kann er auf jeden Fall in der nächsten Runde keinen Schaden mehr machen, weil er seine letzte Kanonenkugel verschossen hat. Und ja, was will er tun? 0 Schaden, manchmal reichen 0 Schaden. In dem Falle allerdings nicht. Allerdings reichen ihm auch nicht 0 Schaden, um irgendwas zu reißen. Er hat dort einen Jäger, dort seine alten Bomber noch stehen. Kann er den angreifen? Ja. Natürlich auch so blöd, dass ich mit keiner Einheit da rankomme. Ja, das gucken wir dann mal. Ja, dann lassen wir Tami von hier unten erstmal nochmal 2 Jagdpanzer schicken, bevor wir da oben was bauen können. Okay, das war unser Untergang für unsere Kampfpanzer dort. Nein, doch, für unsere Kampfpanzer. Ich wollte sagen, die Jagdpanzer in der Mitte. Aber es ist wirklich der Kampfpanzer, der ihm gefährlich war. Das werden wir ihm übrigens austreiben. Genauso wie so eine Geschichte hier. Ich glaube übrigens, es ist das längste Finale ever.
Aber ich finde das Ending cool. Aber ich glaube, im zweiten Teil ist das Ending, also das letzte Level nicht so lang. Überlegt, wie lange wir da schon dran sitzen. Aber es ist cool gemacht, kann ich nicht anders sagen. So, er versucht uns anzugreifen. Kriegt durch den Erstschlag-Bonus sogar relativ viel raus. Das wird natürlich unsere Panzer killen. Was irgendwie klar war. Es gibt immer so ein paar Konstanten. Zum Beispiel ein Kampfpanzer tötet Jagdpanzer. Aber ihr seht, wir haben mittlerweile nicht mehr ganz so viel, was wir nicht übrig haben. Und da ich nie eigentlich wirklich auf Rang spiele, ich spiele die Spiele zum Spaß und nicht um der Beste da drin zu sein, ist es nicht so schlimm, wenn wir relativ hohe Verluste haben und die Wertung dementsprechend schlechter wird. So böse das auch klingen mag. So, wir lassen den hier stehen und sagen hier, nein, das ist unsere und da gehst du bitte nicht dran. Und zwar genau in diesem netten Ton sagen wir das. Genauso wie wir hier im netten Ton sagen, klopf, klopf. Wer ist da? Okay. Das war nicht ganz so, wie ich es mir erwartet hatte. Dafür machen wir den da. Klopf, klopf. Wer ist da? Flak, Flak, wer? So, immer schön. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich meine, natürlich, haben wir jetzt gerade ein kleines. Nö, nicht mal. Doch. Oder? Ja, wir haben ein kleines großes Problem. Die kommen nachher erst. Weil wir können hier jetzt keinen K-Heli bauen. Und der kommt an den nämlich ran. Ziemlich gut sogar. Mensch, mein Husten manchmal. Das ist ja nervig. Jetzt kann ich da nichts bauen. Das ist ja. Ich baue da einfach einen T-Heli, einfach um ihn abzulenken. Ihr seht, Andy hat schon gar nicht mal mehr so viele Einheiten. Da unten hat er zum Glück noch welche. Ja, los, Max. Wenn er. Das geht nur, wenn er da runter kann. Okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Bam, bam, badam, badam, bam, wow. Das hat es voll nicht gebracht. Und das weiß ich selber. Aber wir machen dadurch 23 Schaden. An einem Kampfpanzer ist das ziemlich viel. Und wir nehmen weniger Schaden. Und ihr seht, er kommt nicht mehr da runter. Das heißt, wenn er mich mit dem angreift, um mich zu besiegen, kommt er da nicht weg. So, mit dem gehen wir da lang. Nein. Das war doof, weil jetzt können wir da nichts bauen. Egal. Wir nehmen den da komplett vom Himmel. Und obwohl wir, oder weil wir so relativ wenig Gebäude haben, bauen wir trotzdem einen Kampfpanzer. So, über Flüsse ist immer schwierig. Wie weit kann der bis dahin, ne? Genau, das heißt, wir ziehen den dahin und den da. Hinter, genau. Einfach zum Schussfang vorbereiten.
Dich schicken wir da lang. Ja, da lang. Mit K. Jetzt haben wir auch den da. Nee, warum denn? Da. Brrrt. Brrrt. So. Du das. Du bist eh schlecht, also gehst du darüber, damit du den von da angreifen kannst. 1% Schaden, sagt er. Das sollte jetzt aber reichen. Ja, sehr schön. Weil aufgrund dessen ich nämlich erstmal den da ganz beruhigt dahinstellen kann. Den lassen wir dahin laufen. Und den schicken wir dahin. Achso, ja, stimmt, da war ja was. So. Okay, sein Bomber ist wieder einsatzbereit. Das will mir nicht ganz so gefallen, wie er das vielleicht möchte. Aber, naja, das war klar. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das habe ich nicht beachtet. Bums, Fallera. Er hat mir eindeutig zu viele Gebäude. Wir müssen auf jeden Fall hier oben wenigstens die drei Gebäude, da noch vier Gebäude noch einnehmen. Was? Wieso hat er das geschafft? Moment. Der hat mir doch gerade angezeigt, dass er da nicht rankommt. Bin ich blöd? Also ja, wahrscheinlich, aber... Doch, er kommt dahin. Der hatte mir das doch aber gerade als Feld angezeigt, auf dass er nicht kommt. So. Erstmal da, weil dann können wir da nämlich was bauen, was wir auf jeden Fall nötig haben. Dass wir mit Andy noch was bauen. Du bist zwar nicht schwer zu besiegen, aber wir brauchen dich hier nicht. Und wir bauen hier nochmal eine Flak. Sicherheitshalber, genau. Und können damit Andy schon wieder nichts machen. Scheiß Wald. Bam. Warum auch immer. Einfach weil ich es kann. So. Du gehst dahin, du gehst dahin. Und du gehst dahin. Gucken wir mal. Naja, es wäre nicht schlau, da oben was einzunehmen, aber. Hey, hier, schlau, nicht schlau. Das sind doch alles bürgerliche Kategorien.
Wie weit reichst du? Bis dahin, okay. Also erstmal, du sollst das Gebäude da nicht einnehmen. Egal wie du, wie oft du das und wie lange du das versuchen willst. Und dann machen wir hier noch einen Jagdpanzer. Dann schicken wir den Jagdpanzer da nach oben, um dort zu unterstützen. Und dann beenden wir den Zug. Moment, ich setze jetzt mal die Gabe ein. Du wirst nicht ungestraft die Freunde anderer Leute verletzen. Doppeldistanz. Haben wir das überhaupt schon einmal in diesem Let's Play eingesetzt? Also, ihr seht, wir haben jetzt auf einmal Weg 3. Obwohl wir vorher Weg 2 hatten. Wir haben natürlich nur zwei Einheiten, die das betrifft. Weil die haben immer noch den gleichen Weg, den sie zurücklegen können. Da schießen wir einfach drauf, weil wir es können. Und dann können wir ihm hier wehtun. Oh ja. Also ich meine, wir schießen aus doppelter Deckung. Allerdings diesen mächtigen Schaden können wir nur deshalb vollziehen, weil wir gerade die Gabe eingesetzt haben. Wer sie bekommt, ist eigentlich egal. Hauptsache nicht der Gegner. So, wir bauen einen Jäger, um seinen Bomber runterzuschießen, ohne Gefahr. Bauen hier eine Infanterieeinheit. Schaden 17. Läuft. Hau mal weg. Okay. Komm. Egal. Der ist mir zu gefährlich an meinem Raketenwerfer, den ich noch brauche. So. Die Anzahl seiner Truppen nimmt ja ab. Leider nicht die Stärke. Weil er jetzt nur noch relativ viele starke Truppen hat, nicht mehr so eine Kleinzeugtruppen. Da bin ich jetzt gespannt. Aber leider schafft das doch alle, trotz Gabe wegzuputzen. Und er hat seine Gabe schon wieder halb voll, das heißt, es wird bald wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss. Natürlich nutzt ihr das aus. Das heißt, kriegen nächste Runde auf 6 hoch mit der Reparatur. Kann ihn aber auch nirgendwo dort einsetzen gerade. So. Okay. Gabe. Das Super-Tuning. So. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Weil der kann ja 6, 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Sein Bomber ist damit auch Geschichte. Sein Jäger könnte auch Geschichte sein.
Achso, seinen Jäger kann ich so schon zerstören. Ich habe eine Flak da. Wunderbar. Na, nicht ganz. Schade. Aber... Ha. Würde mal sagen, dass jemand richtig am Arsch mit seinem Raketenwerfer. Dort steht mein Raketenwerfer übrigens besser. Ich kann leider immer noch keine Truppen einen, was ich etwas schade finde. Denn mit 900 mehr, ne? Weshalb ich einfach mal eine Artillerie baue. Und egal, was jetzt angreift, ich kann ihn angreifen, dann, ja, könnte ich ihn. Ich werde ihn wahrscheinlich mit Max angreifen. So, den Zug mit Max machen wir aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Advance Wars. Das war's für heute. Bis dahin und tschüss.